They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Süße Leckerei. Ja, Prinzessin. Cousine Gingerbread House hat ihn gemacht. Oh nein, ihre Mutter wollte mit diesen Sachen deine Mutter und meinen Vater ködern und sie vernichten. Und jetzt will sie auch uns ins Verderben stürzen. Komm schon, esst ihr das jetzt nicht wegen Gingers Mutter und Hänsel und Gretel? Wow, die schmecken echt hexakulär. Danke. Ah, das ist Gingerbread House. Ich kann nicht glauben, dass sie denken, du würdest deiner Geschichte folgen. Ich auch nicht. Ich wollte einfach nur so gerne für alle backen. Aber selbst Gus und Helga Crump wollen meine Leckerei nicht essen. Manche Leute haben einfach nur Angst, von ihrem Schicksal abzuweichen. Oh, vielleicht sollten wir ihnen einen kleinen Anstoß geben. Da ist der gar nicht so kleine Jack Horner. Der berühmte Koch Jack! Ich habe eine Spiegelmail bekommen, dass eure Schule einen Koch hat, der Köstlichkeiten backt. Und das muss ich probieren. Dann treten Sie näher. Nicht diese Leckereien! Sie macht diese Süßigkeiten, um sie damit ins Verderben zu stürzen. Nun, man lebt doch nur. Es war einmal. Das ist nicht aus diesem Königreich. Hey, kannst du noch mehr für mein Restaurant backen? Super gern. Seht ihr? Ginger will einfach nur für euch alle backen. Oh!